Guten Abend, liebe Handballfreunde. Wir schreiben den 19. Februar 2014 und wir sitzen hier in der Selber wieder zusammen zum nächsten Hatter Handballtalk. Guten Abend, Henning Sohl. Ja, Henning, eigentlich haben wir beide gar nicht so die Lust, uns über die derzeitige Situation zu unterhalten. Aber wir stellen uns ja. Wir verkriegen uns nicht. Wir stellen uns dem ganzen Desaster, sage ich mal, zurzeit. Wir haben am vergangenen Samstag in Habenhausen beim abstiegsgefährdeten ATSV Habenhausen 2 mit 29:30 verloren. Im Moment läuft rein gar nichts. Haben die Jungs alles verlernt oder wie muss man das sehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja mal in der Presse davon gesprochen, vom Thema Schockstarre, direkt nach dem Abpfiff. Ich weiß nicht, ob es jedem Spieler so gegangen ist, ich gehe mal davon aus, also mir ging es so. Als das Spiel abgepfiffen wurde, war ich erstmal komplett baff, dass wir dieses Spiel noch verloren haben. Und ich denke, auf Habenhauser Seite war es genau das andersrum Gefühl, dass sie das Spiel noch gewonnen haben, denn wenn man den Spielverlauf sieht, hier wirst du ja sicher noch drauf kommen, darfst du so ein Spiel nicht verlieren. Und für mich persönlich ist es ja auch kein Geheimnis, auch eine ganz schwere Situation gerade, denn nach der Bekanntgabe, dass ich zum Ende der Saison gehe, 1:9 Punkte in Folge zu holen, die ersten zwei Minuspunkte waren ja auch knapp davor gegen Kloppenburg, ist natürlich eine Situation, die für uns alle nicht ganz so einfach ist, aber du hast schon gesagt, wir stellen uns dem und werden auch nächsten Samstag, beziehungsweise Sonntagsspiel wäre in Wittstedt, auch da wieder versuchen, das Ruder rumzureißen. Muss aber eine ganze Menge passieren und sich eine ganze Menge ändern. Und das ist sicherlich Fakt und da werden wir dran arbeiten. Das glaube ich auch. Du sprachst den Spielverlauf schon an. Wir haben zur Pause 16:14 geführt, kommen dann ausnahmsweise mal, das war ja nicht selbstverständlich nach den letzten Spielen, wo wir regelmäßig total verschlafen aus der Halbzeitpause gekommen sind, kommen dann ausnahmsweise mal richtig gut aus der Halbzeit heraus, bauen den Vorsprung schnell auf 21:15 aus, also 6 Tore Vorsprung. Ja, und dann hast du einen Tausch vorgenommen, wahrscheinlich im Gefühl, dass das alles locker läuft. Und dann begann das Desaster, sag ich nochmal, in diesem Begriff. Ja, ganz so stimmt's nicht. Also für mich ist es auch mal so, wir sind ja mittlerweile schon zufrieden, wenn wir mit 16:14 zur Halbzeit führen. Ich persönlich habe an der ersten Halbzeit eine ganze Menge auszusetzen gehabt, egal ob wir mit 2 Toren in Führung in die zweite Halbzeit gehen oder nicht. Denn wir haben nun mal definitiv gewusst, dass das Rückraum links von Habenhausen uns in dem Spiel schon sehr schwer eingeschenkt hat mit 12 Toren und auch da in Habenhausen wieder ganz gut getroffen hat. Das heißt, das war uns ein bisschen klar, dass das eine Problemposition für uns geben könnte. Aber womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, also ich persönlich gerechnet habe, ist, dass wir auf der anderen Halbposition gegen den Rechtshänder komplett katastrophal gedeckt haben, egal wer dort gestanden hat. Das heißt, ich bin mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden gewesen, was die Deckungsvarianten da angeht und Deckungseffektivität. Denn du hast dann recht, wir gehen dann mit 21:15 trotzdem noch in Führung, was, was genau richtig gesagt für uns im Moment nicht selbstverständlich ist. Wir haben ja eigentlich kurz nach der Pause eher so unseren Einbruch. Schlafphase. Ja, definitiv. Diesmal nicht. Und das Gefühl des sicheren Sieges, wie man es mal so jetzt am Wochenende betitelt hat, das hatte ich bei 21:15 eigentlich noch gar nicht, sondern wir haben in den letzten Spielen immer das Thema gehabt, dass wir unsere Hauptleistungsträger, die einfach nochmal Dampf machen können, wo sicherlich Robert Lange und Jürgen Erdmann zugehören, so ab der 50., 52. Minute in Spielen auch mal nicht mehr zulegen konnten. Da hatten wir zum Beispiel in Elsfleth das Thema, dass wir da hinten nicht mehr draufsatteln konnten. Und eigentlich hatten Eddie Jansen und ich uns mal abgesprochen, wenn wir diese Phasen kriegen, dass wir sie dann mal für 5 Minuten runternehmen, 6, 7 Minuten runternehmen, ihm Pause gönnen und dann wieder draufgehen. Dass in dieser Phase dann wir von 21:15 Führung haben außen auf 21:21 ausgleichen kann, war sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Man muss allerdings auch ein bisschen relativieren. Und ich nehme auch die beiden Spieler mal in Schutz, die ich dann eingewechselt habe, dass nicht unbedingt diese beiden Spieler die Fehler gemacht haben. Und wir haben ja immerhin noch 4 von der sogenannten ersten 6, wenn wir sie denn haben, noch auf dem Feld gehabt. Also auch die müssen sich sicherlich mal das Wort Selbstkritik gefallen lassen und gucken, ob sie das Spiel nicht nach Hause fahren können. Fakt ist auch, danach gehen wir wieder mit 4 Toren in Führung, nachdem wir wieder zurückwechseln. Und unsere sogenannte erste 6 kriegt diesen Vorsprung auch nicht nach Hause. Und 2 Minuten vor Schluss, 2,5 Minuten vor Schluss, führen wir mit 2 Toren und kriegen auch das nicht nach Hause. Und da sind natürlich Knackpunkte, wo man sagt, da müssen wir arbeiten. Das ist schwierig im Moment, ganz, ganz schwierig.
Du hast die Truppe gestern im Training, gestern Abend zum ersten Mal wieder zusammen gehabt. Gab es da sowas, du sprachst es eben an, das Stichwort, gab es da sowas wie Selbstkritik? Ja, gab es. Ich bin aber auch mittlerweile der Meinung, dass wir sitzen ja nun jede Woche da unten und irgendwann ist mit Reden auch mal irgendwann gut. Das heißt, jetzt habe ich der Mannschaft gestern gesagt, dass ich eigentlich gar nicht mehr darüber reden will, sondern ich will eigentlich nur, dass sie trainieren und daran arbeiten. Denn weggeredet kriegen wir das Problem jetzt nicht. Das ist einfach mal so. Wir haben eins, das können wir nicht wegdiskutieren. Wir können es nur wegarbeiten. Und ich habe Ihnen gestern mal so ein bisschen aus meiner Laufbahn erzählt und habe einfach gesagt, ich war ja definitiv nicht der begnadeste Handballer dieser Welt, vor allem nicht im Angriff. Ich war halt immer so der Abwehrstratege, wenn man es mal freundlich ausdrückt. Und ich habe gesagt, was man immer kann, ist Abwehrarbeit machen. Das kann man immer, ob man einen guten Tag hat, einen schlechten Tag hat, man kann sich hinten die Sicherheit holen. Und das müssen wir in Bützfeld jetzt, das müssen wir auch in den Spielen danach. Danach ist jetzt eine lange, lange Pause, haben wir ja fast 3 Wochen frei, ja, durch die Feriengeschichte. So, das heißt, wir haben jetzt in Bützfeld einfach ein Kampfspiel vor uns und das müssen wir hinten annehmen. Und dann ist es mir egal, ob einer einen guten oder einen schlechten Tag hat, dann muss er hinten sich einfach den Brüten hintern aufreißen. Ja, in Bützfeld wird es nicht leichter. Die Mannschaft hat vor 2 Wochen in Schwanewede gewonnen, hat am letzten Wochenende zu Hause allerdings gegen Barnstorp Diepholz, die einen richtig guten Lauf haben, muss man ja auch dazu sagen, verloren. Also es wird echt nicht einfach. Wir haben da eine lange Auswärtsfahrt vor uns. Bützfeld hat uns eigentlich so in den vergangenen Jahren auch nicht wirklich gut gelegen, um das mal gelinde zu sagen. Womit rechnest du dort? Ja, ich muss mal eins vorwegschicken. Mir ist im Grunde vollkommen egal, gegen wen wir am Sonntag spielen mittlerweile. Weil ob das jetzt Barnsdorf wäre oder Achim-Baden oder Bissendorf, die oberen drei, oder ob es der Tabellenletzte wäre, es ist für uns im Moment gegen jeden Gegner schwer. Also es ist vollkommen egal, wer es da ist. Und in Bützfeld hast du recht, es ist nicht gerade unser Lieblingsgegner, muss man ganz klar sagen. Da ist nicht gut gelegen. Letztes Jahr haben wir ganz schlechte Erinnerungen dran, weil Tim Winkelmann sich das Wadenbein da gebrochen hat. Ganz schwieriges Spiel für uns, auch emotional gewesen. Und Bützfeld macht so eine Achterbahnfahrt gerade durch, macht Spiele wie in Schwanewede, macht dort wieder Heimspiele, die sie höher verlieren. Jetzt haben sie wieder eins knapp verloren, haben Achim-Baden lange geärgert. Für uns heißt das eine richtig schwere Aufgabe. Und wir wollen mal gucken, dass wir nicht aus den 1-9 wenigstens mal 3-9 machen. Denn irgendwann muss diese, auf Deutsch gesagt, verdammte Serie mal reißen. Ja, du sparst das Thema Verletzungen an. Tim Winkelmann. Am vergangenen Wochenende hat sich Maxi Forst auch dort oben verletzt, nämlich in Fredenbeck mit der A-Jugend. Wie sieht das bei ihm aus? Ja, nicht gut. Wir haben also toi toi, Glück im Unglück. Es sah am Anfang mal aus, wenn es die Kreuzbänder gewesen wären, sind es aber nicht. Kniescheibe ist wohl rausgesprungen, meines Wissens nach, und wieder reingesprungen zum Glück. Gucken wir mal, ob der Knorpel und wie weit der Knorpel was abgekriegt hat. Ja, auf jeden Fall erstmal Pause, das heißt, fällt sowohl für die A-Jugend als auch für unsere erste Mannschaft aus. Wir haben auch so ein paar Blessuren mit. Alex Janssen ist aufs Steißbein geknallt in Hamhausen, da musste längere Zeit behandelt werden. Tim Winkelmann hat das Knie ein bisschen instabil, hat ja Samstagabend noch in der zweiten ausgeholfen und danach auch ein bisschen Schmerz im Knie gehabt. Aber das sind alles Dinge, jetzt, wo man sagt, gut, Maxi werden wir nicht einsetzen können. Alle anderen müssen jetzt auf die Zähne beißen und müssen da durch. Wir können auch leider von unten nicht so ganz viel holen, weil da auch ein paar Verletzungen in der zweiten sind, in der A-Jugend. Die erste Mannschaft muss jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen und den Hintern zusammenkneifen da durch. Ja, dann sehen wir mal, wie es Sonntag läuft und hoffen, dass die Jungs sich diese Worte auch zu Gemüte führen. Ich verabschiede mich von euch mit dem Hinweis, dass wir erstmal kurz aussetzen mit dem Handball-Talk, weil wir, du sprachst es gerade schon an, eine längere Pause haben. Wir sehen uns dann wieder am 12.03.14. Bis dahin, tschüss.